Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2, Staffel 4, Folge 7. Wir hatten hier an diesem Bahnhof aufgehört, den muss ich jetzt noch zu Ende bauen. Von Roborn wollten wir mal gucken, wie wir den anschließen. Da sollte ja eigentlich auch bis Neunkirchen, von da aus geht vielleicht der rum bis Engeshausen und Nermersdorf. Aber hier wollten wir mal vielleicht so einen Schnellzug hin. Aber dafür brauchen wir auch erstmal in dem Ort hier natürlich erstmal den Tram, weil wir glaube ich hier so rumfahren besser ist. Aber nur die lange runter, das sollte jetzt erstmal reichen. Auch mal ein paar Bushaltestellen. War sowas hier. Hier die erste. Zweite. Dritte. Dann hier. 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 Jetzt ziehen wir hier natürlich noch. Wie immer eine Wendeschleife. Und einem Wegpunkt, damit ich, wenn ich jetzt die Linie bastel, so mich Linie 1 Born. Zack. Kriegt er natürlich noch ein Depot. Depot, Depot, Depot. Ein Depot. Jawohl. So, setzen wir hier natürlich ein paar Fahrzeuge drauf. Nehmen wir mal sowas hier, ne? 60. Mal hier so ein paar ältere in Roborn. Das reicht für Roborn erstmal. So. Aber hier noch so ein paar Assets. Für Dämme. Für Schallschutz. So was hier, genau. So ein paar Mauern, die wir hier ransetzen können. Dass wir mal in Ruhe abschließen können. Oben bauen wir natürlich ein bisschen Holz. So. Hier müssen wir wieder ah, guck mal, das sieht doch gut. Das gefällt mir. So. Und den Rest kriegen wir auch noch dahin. Dann machen wir uns das noch richtig schön. Wenn ich das nächste Mal neu starte, kommt da
unsichtbare Straßen mit dazu. Oder unsichtbare Gleise. Da kann man das alles ein bisschen schöner machen noch. So, guckt mal. Das sieht doch jetzt fast brauchbar aus. Hier unten kommt dann nachher eine unsichtbare Straße ran und dann kriegen wir das auch noch schön. So, das haben wir. Und guckt mal. Baut sich die Stadt langsam aus, so muss das sein. Jetzt kriegt der irgendwie noch Gleise bis Neunkirchen hier, ein paar schnelle. So, das. Jawohl. Weil hier könnten wir jetzt auch gleich den ersten Schnellzug mal einsetzen. Müssen wir nur gucken, dass wir Neunkirchen irgendwie vorher noch quasi von hier oben muss raus. Das geht so nicht. Bauen wir trotzdem so. Ach, verdammt, falschen Knopf. Kleines Stück. Und jetzt ziehen wir bis da hinten ran. Den nächsten Tunnel. Soweit es über bergab geht. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja jetzt wieder versuchen, das so neutral wie möglich zu bekommen. So. Das will ich auch nicht. Das ist du. So. Diesmal hatte ich hier wieder mit an. Schon haben wir hier eine super Schnellstrecke. Wo wir natürlich ein paar Signale brauchen zum Ein- und Ausfahren. Einfahrtsignal. Einfahrtsignal. Gegebenenfalls ein Wartesignal. Und dann passt. So. Jetzt ziehen wir hier eine Linie raus. Von hier nach da. Hoffentlich in schön zweigleisig. Hier ist kein sehr langer Zug daher. Na, aber ist ja nicht schlimm. Aber warum kommen wir von da nicht rüber?
war. Warum will er dann... Aber da nicht den Übergang? Oborn, Kaki. Na natürlich. Also müssen erstmal sowieso in Gleis 1 will ich rein. Und dann möchte ich natürlich noch einmal rüber. Und natürlich hier ein Signal. Hier ein Ausfahrtssignal. Und jetzt brauchen wir Blocksignale. Zack. Das gleiche jetzt nochmal. Ja. So. Und jetzt ist es auch zweigleisig. Perfekt. Mal gucken, kommen wir denn auch von da nach da rüber dann mit dem Depot. Muss, weil wir haben ja hier auf der braunen auch. Oder haben wir das Depot hier hingesetzt? Nein. Hier sitzt kein Depot. Da sitzt keins. Es muss von hier hinten angeliefert werden. So, und dann gucken wir mal, was wir an Zukompositionen in elektrisch haben, was wir gerne nach... Nein, Moment, ich speichere zwischen, bevor er mir jetzt wieder abschmiert. So. Das gleiche nochmal, Zugkomposition, elektrisch und jetzt nach Höchstgeschwindigkeit. Ich will ja was Fixes auf der Strecke haben. Aber die schnellsten zuerst bitte. Ja, wir könnten hier sowas nehmen. Ein Thales könnten wir fahren lassen. ICET könnten wir fahren lassen mit 230. Der Stadler Flirt mit 200. Der hier. Hier so ein Dual Stocks mit 200. Stadler Flirt mit. Was haben wir hier so an den schnellsten? Was wäre der richtig jetzt? Haut mich jetzt nicht vom Hocker, Leute. Sowas hier. Wäre natürlich mit zu den schnellsten Zügen. Muss ja nicht. Hier so ein ICE oder ein TGV, so einen alten TGV. Bistro, wie groß ist der? Ah. Es muss auf jeden Fall mal was anderes fahren, wie sonst üblich. Nehmen wir hier so ein TGV so einmal. Davon lassen wir natürlich zwei fahren. Jetzt sind wir dich auf Linie 2, die ich jetzt umbenennen muss. Das ist natürlich ein Intercity Express. Ich gerne in groß. Das von ja, Intercity Express, genau. Neuenkirchen nach Rohrborn. Nicht Rohrborn. Rohrborn. Zack. So, guck mal, da fahren schon die ersten Schiffe, liebe Leute. Wenigstens voll? Naja, nicht ganz. 51. Warten wir auf den ICE bzw. TGV. Also, fahren wir mit, ne?
Machen wir wie immer eine Mitfahrt. Zack. Tauchen ein bisschen ab. So, ich bin übrigens gut dabei, jetzt zu überlegen, welches zweite Projekt ich noch an Start bringe. Und glaube, ich habe mich schon fast entschieden, zwischen zwei Spielen wird es hinauslaufen. Entweder Anno 1800 oder der Prison Architect. Vielleicht wollt ihr ja was dazu sagen. Ich werde es wahrscheinlich mit dem Prison Architect mal zuerst probieren. Mal gucken. Jetzt, wie gesagt, machen wir eine kurze Mitfahrt. Kommen wir erstmal in unseren großen Bahnhof rein. So, jetzt fährt er hier rüber. Jawohl. Die Geschwindigkeit geht sogar fast, indem er hier einfährt. Mit den Oberleitungen, das müsste ich vielleicht dann auch mal neu setzen. So. Gehen wir hier in den Bahnhof rein. Auf Gleis 9. Oder fährt er hier einfach nur durch? So viel Pese wie er macht, sieht das aus, als wenn er nur durchfährt. Nee. Aber guck mal, hier auf dem linken Gleis sitzen doch schon einige und warten. Und da geht er los. Der beschleunigt sogar ganz ordentlich schon. Also hier, das mit den Masten sieht natürlich heftig aus. Grünes Signal habe ich. Und dann gucken wir mal, wie schnell der Zug wird. Was schätzt ihr? Ich sag, Höchstgeschwindigkeit wird er nicht schaffen. Sag so 220 wird er vielleicht hinkriegen. Weil er hier ja einmal jetzt runterbremsen muss. Auf die Schnellstrecke zu kommen. Auf die schnellere Strecke zu kommen. Ist ja keine Schnellstrecke in dem Sinne. So. Müsste er gleich komplett runter sein aus dem Bereich. Und dann müsste er Pese machen. Ach, wobei ich natürlich, worauf ich auch noch richtig Bock hätte, wäre mal so FIFA oder irgendwas mit Fußball auf jeden Fall. Naja, gucken wir mal. So, dann gucken wir mal, was er schafft. 120 haben wir. Ja, 160, ja. So, guck mal, jetzt kommen wir gleich am Hafen da hinten vorbei, auf der rechten Seite. Dann lag ich mit meinem Tipp wahrscheinlich gar nicht so schlecht mit 230 oder so, 220, 230. Aber ist ja schön. Und was jetzt hier nicht parallel ist, weiß auch keine Sau, ne? Naja. Da hinten sehen wir schon die Städte. Oh, 220 hat er. Ja, jetzt bremst er schon runter. So, da hinten sehen wir schon Bahnhof. Mal gleich in den Bahnhof rein. Und dann direkt auf Gleis 1.
Gehen da schon welche? Ja, die ersten warten sogar schon. Sehr schön. Perfekt. Könnte man jetzt natürlich noch, weil hier ein paar Dächer fehlen, ein paar Dächer draufschrauben. Haben wir denn so ein paar? Ja, ein paar gerade haben wir zumindest. Ich glaube, so ein paar. Kein Platz für. Hilfe aus, auch kein Platz. Da war früher auch mal so große Dächer, ne? Wahrscheinlich, weil jetzt hier die ganzen die Dächer fehlen. Müsste ich mal mit reinnehmen. Bahnhofsvordach und so. Naja, wenn es soweit ist. So. Jetzt hat Roborn schon mal zumindest seine ersten Anschluss. Gucken wir mal, ob wir den nächsten Ort angeschlossen kriegen. Ich wollte eigentlich noch nach Perleberg rüber. Gehen wir doch die Gleise gleich mal weiter. Steigung zu. Hier müssen wir ran, ne? Wie ist denn der Tunnel hier? Von da fällt mir nicht so. Steigung zu. So wegen der Straße, ne? Kurze Pause. Straße weggerissen. Danach dann nur neu rangezogen. Manches Mal sehe ich ihn. So. Jawohl, jetzt haben wir es doch fast geschafft. Dann noch da drüben anschließen. Kriegen wir hier ein kleines Löchle. So, kleine Bogen. Und angeschlossen. Auf der richtigen Seite angeschlossen, jawohl. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So. Jetzt können wir den hier noch anschließen lassen. Klack. Dann noch Signale verteilen, wie immer. Einmal bevor er hier reinkommt. Wenn er rausfährt. Autosignal hat er schon. Davon hier noch eins. Den hat er jetzt, glaube ich, doppelt gesetzt, ne? Nehmen wir das Doppelte kurz weg. So. Kein Autosignal mehr, bitte. Weil der Rest sitzt jetzt hier. Mal hier. Mal hier.
Jetzt können wir überlegen, ob wir den Zug, der hier eh schon fährt, erweitern. Ihn hier. Ah, der startet im Perleberg. Müsste man jetzt von Algenstädt Haltestelle hinzufügen. Ja, das könnte man aber machen, nehme ich Perleberg dazu. Und dann müsste er jetzt, dass ich mal hier in Gleis. Reinfahren, jawohl. Fährt von Perleberg dann nach. So, jetzt warten wir den Autosave kurz ab, liebe Leute. Nach hier rein. Jawohl. Fährt von hier aus dann wieder nach Perleberg an den Rand. Das sieht doch gut aus. So können wir es machen. Wir müssen auch noch die Straße wieder hier zusammenbauen. Landstraße. Das müssen wir nur mal ausmachen, dass wir hier keine Tram drin haben und schon passt das doch schon. Hervorragend. Jetzt waren hier schon mal zwei Züge. Sehr gut. Aber irgendwie noch mal ein Foto vom TGW kriegen, ne? Dass wir hier halt auch mal schnellen Zug sehen. Kommt er hier? Ja. Ich brauche ja ein Foto für die zweite Folge, ein Screenshot. So, TGW auf der Strecke. So, ich würde sagen, das war's dann auch für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.